So, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga mit dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Ne, auswärts in Mainz, genau. Und dann heim gegen Köln. Und dann dürfte schon Pokalfinale sein. Also Mainz und Köln, jetzt müsste jetzt Spieltag 33 sein. Ja, sagt gerade, Spieler sind die sind gefährdet, aber ich denke drüber nach. Wird schon irgendwie passen. Gut, weiter geht's in Mainz heute. Und hier aber auch wieder ein bisschen durchrotieren, natürlich, klar. Ihr kennt das mittlerweile. Der Liga werde ich so spielen, im Pokal wird natürlich die volle Lotte dastehen. Ich werde heute natürlich ein bisschen rotieren, immer wieder rotieren. Es werden auch wieder jetzt Leute an Bord, die eben eingewechselt werden, wurden. In der Partie, also nicht jetzt eben, sondern vorher. Okay, Keller rein vorne. Abraham für Novoa. Eine Kakutalua für Albiol. Wie gesagt, der ist auch nicht mehr der Jüngste. De Vries darf auf die 6. So, Peters, wie auch immer. So, Pinto neu mal in die Startelf. So, gut. Dann passt das soweit. Darf man mal Schalterrupp entlasten ein bisschen. So, passt auf jeden Fall die Startelf. Ich denke mal ein bisschen rotieren. Ist immer ganz gut. Jetzt geht's weiter, wie gesagt, gegen den FSV Mainz 05. So, gut. Scheiß drauf. Weiter geht's. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Herzlich willkommen hier in der MEWA Arena. Vorletzter Spieltag. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Walk alone. Gehen wir rein ins Match. Jetzt wollen wir, wie gesagt, die Liga noch abschließen. Zwei Spieltage haben wir noch und dann hätten wir es geschafft. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Ja, nach diesem Krachersieg
in Hoffenheim. Zagadou, der sagt dann, das ist meiner, den nehme ich mal so mit. Icardi. Und jetzt ist mal weg. Erste Chance, Gelson Fernandes. Wenn das Sonnending dabei rumkommt, dann ist es eher Piri. Frustrierend. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit den meisten Toren. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die ja, 98, fehlen noch zwei, dann hätten wir die 100. Wer macht das 100. Das macht sich selbstbewusst. Wir haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Fulgini. Also schießen man heute zwei Tore, dann hat man die 100 glatt. Icardi. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Tolles Zuspiel. Mit seiner und Wanicek, der ist eigentlich der links außen, der Spiel. Heute spielt er links außen. Aber was für eine Grätsche durch Wanicek. Hat er perfekt gesetzt. Wiedmar kommt da nicht wirklich hin. Ecke in die Mitte. Aber das Tor für Mainz, 1-0. Eben noch die super Grätsche und jetzt patzt dann doch da hinten der Verteidiger. Wie ging Hoffenheim, ein früher Rückstand, den man hinterher rennt. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem viel zu frei. Abraham steht da ganz weit weg. Keine Chance. Und plötzlich steht 1-0 für Mainz. So, die Frage ist, was. So, das ist jetzt mal Pedro. Hoffentlich geht es dem gut. Aber was kriegt der wieder? Fulgini. Also, der ist ja richtig von rein da. Gelb. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Gelb. Nur gelb. Also, Schiedsrichter, da darf man aber auch gerne mal eine andere Farbe zeigen. Da darf man gerne mal die rote zeigen. Klasse ausgetrickst. Sie haben den Ball. Dann Axel Zagadou. Die Frage ist, ob Fulgini da jetzt noch mal so rein muss. Da, wenn er nämlich, glaube ich, jetzt das nächste Kleine vollzieht, fliegt er nämlich vom Platz. Da ist er da. Guter Zweikampf. Ach Mann. Der Ballverlust war wirklich unnötig. Ja, der war bitter unnötig. Weil die weiße Chance war auf den. Ja, das sieht gut aus. Wieder Wiedmer. Da kommt der Schuss. Den hält und Horn. Kurz gespielt. Es wird Pedro. Den nächsten Eckball geben. Achtung, Ecke. Jetzt die Ecke. Können Sie klären? So. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Gib ihm auf Pedro Carvalho. Der rechte Mittelfeldspieler. Und Chor blockt ihn damit weg und damit war es diese Situation. Das wäre sogar schon gefährlich geworden. Kann über außen kommen. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Aber dann wird die Szene doch. Ja, Kakutalua sieht ebenfalls gelb. Also, wenn er für das Foul gelb jetzt sieht. Jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings. Dann hätte man den Mainzer mit Rot vom Platz schicken müssen. Hartes Einsteigen, aber. Ach, was hartes Absteigen. Also. Gehalten. Ball kam aufs Tor, aber wirklich präzise, wirklich hart war nicht. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Ach Mann, pfeift dir doch nicht für diese. Pfeift dir doch nicht in die Hose. So, es gibt nichts, war gar nichts. Erklärt. Aber. So. Kurz vor der Pinto. Pause dieses Spiels liegen die Gäste hier knapp hin. Ich glaube, da wird es durchaus lauter werden in der Kabine. Denn diese Schwächen, den Ball hält er. Lasse so, vom Tor gute Chance von der Kopfball war gut. Bayreuth. Er bringt den Ball nicht raus. Elfmeter. Elfmeter für Mainz, nur für Bayreuth. 37. Minute, Handelfmeter, der zweite jetzt in Folge. Kakutalua mit dem Distanzschuss und der Mainzer sagt dann mit der Hand, den nehme ich mal mit. So.
Keller. Jetzt können Sie der Schiri, Keeper wird wahrscheinlich nach links gehen. Oh, der geht rüber. Nicht das Tor. Ich glaube, den kann er deutlich besser die Nerven spielen. Der zweite Elfmeter in Folge. Verschossen. Der hätte ihn nur flach aufs Tor bringen müssen. Dann wäre es das Tor geworden. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. Boah, ist das bitter. Die riesen Chance auf 2 zu 1 stellen, zu stellen. Ja, weiter ist zu stellen. Entschuldigung. Ist da. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Ah, die nächste Big Chance. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Die Länge, dass ihre Chancen liegen gerade. Die wollen gar nicht die 100 Tore. Letzte Chance ist dann mal gegen Köln. Sie kommen. Wenn sie heute nicht treffen, wohl gemerkt. Könnte der Ausgleich sein. Und Zedda. Also sie lassen hier die dritte Big Chance. Die große, große Chance. Was wird er hier geben? Gar nichts. Es laufen. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. So, und Mainz führt ganz, ganz glücklich mit 1:0 in dem Bayreuth. Boah, ist das bitter. Also Mainz weiß nicht, warum sie führen. Wir haben ja Chancen. Die nutzen sie erstmal nur nicht. So, weiter geht's in Platz Nummer 2. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Zwar zu blöde. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. So, rote. Gut durchgesetzt, gefährlich. Den Angriff. Hey, warum? Aber ich vermute, das gibt gelb. Warum pfeifst du mir den Angriff weg? Das war durch. So. Gelb. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Roberto. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so der Torschütze für Mainz. Pinto. Die Flanke kommt. Ah, nicht. Leider. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Also. Das muss es sein. Wieder nicht. Sie drängen auf den Ausgleich. Ja, das Ausgleich ist sowas von verdient. Wir haben ja die riesen Chancen, aber nutzen sie erstmal nicht. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Die Chance hier. Ganz stark vom Torwart. Ah! Die nächste große Chance. Also wirklich, schauen wir uns gerade nicht. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für Mainz 05. Dann geht es zu Hause gegen Bayern München. Das hat doch das Zeug zum Klassiker, wenn du mich fragst. So, und jetzt lass. Und gibt Freistoß. Abraham. Ja, energischer Vorstoß. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Gut gemacht, da holen Sie sich Aaron. Den Ball zurück. Fulgini. Jetzt ist Platz für den Konter. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Mann! Ah, wieder! Der Ballverlust. Chor. Er bekommt Hilfe! Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so, das wäre eine aber mein nötige Unterbrechung gewesen. Stark gemacht, das könnte was werden. Und Horn verhindert ihr das 2-0. Also ich muss jetzt sagen, vorne wechseln. Ich will dieses Ding irgendwie zumindest mal auf dem Unentschieden stellen. Ich will was mitnehmen. Ach man, ist das ärgerlich. Jetzt wird ein bisschen, jetzt wird durchgezogen. Jetzt wird hier gewechselt. So. Ja, 5 Wechsel auf einmal. Um halt wenigstens auf dem Ausgleich zu spielen. Vielleicht ist es noch zu spät. Ist es noch mal. 5 neue für Bayreuth. Eine kurze Ecke.
2-0! Mainz 05 macht das zweite Tor! So was von unverdient! Genau in dem Moment, wo ich diese 5 Wechsel mache. Nochmal erst die Ecke und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sterner. Gut, wie er den Ball hat. Roberto! Vorne macht er zwei Tore, hinten rettet der gerade. Die Parade bei diesem Kopfball. Echte Torgefahr sieht anders aus. Absolut, Wolf. War doch eher ungefährlich. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Ist das der Anschlusstreffer? Und Wiedmer verhindert die den Teucher-Querpass. Ecke, Warnitzek, nächste. Wir sehen den Wechsel. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Vorbei, das war's wahrscheinlich. Mainz gewinnt, sowas von unverdient, stand jetzt. Stand jetzt mit 2-0. So viele Chancen vergeben. 2-0 dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Zeit also mal aufs nächste Duell zu gucken. Der nächste Kontrahent des ersten FSV Mainz 05 heißt Bayern München. Und wenn sie da nochmal so eine Leistung abrufen können, dann kann das was werden. Ja, das war's wahrscheinlich. Mann! Unnötige Niederlage. Come on! So, Ecke kommt. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Noch ein Tor! Entscheidung! 0 zu 3. Sie sich nicht mehr nehmen lassen. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Ja, die Partie ist gelaufen. Sie wissen noch nicht immer noch nicht warum. Wird Abschluss geben jetzt. Na, lauf ein bisschen jetzt aus. Statt den wegzuziehen, läuft so schön jetzt aus. Ich komme nicht vorbei. Ja, der Keeper hat ja alles. Wir treffen heute gar nichts. Wahrscheinlich nicht zumindest. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Aubameyang, ist es das? Ah, wenn das Tor früher kommt, dann wird es hier vielleicht noch richtig spannend, aber so... Fakt ist, es ist das 1-3, ist es Tor Nummer 99, ich bin Kapitän. Aber ich glaube, da wird heute nicht mehr viel passieren. Ja, wenn das Ding vorher kommt, ist es halt so. Genau diesen 5er Wechsel kommt die Ecke. Lässt die komplette Abwehr. Eine zweite Ecke kurz vor Schluss. Den Treffer natürlich nicht nehmen. Der neue Spielstand lautet jetzt also. So, Schluss. So, Mainz gewinnt 3-1 gegen uns. Die Gäste sind der Verlierer dieser Partie. Klare Niederlage also. Hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet. Dachte schon, als torreichstes Team wissen sie, wie man so ein Spiel gewinnt, nämlich mit Toren. Aber genau in dem Punkt waren sie heute klar unterlegen. Und das ist überraschend. Tja, wenn der Elfmeter verschießt, der eigentlich drin sein muss, wo der Keeper, warum der auch immer so hoch zielt. Ich hatte ihn eigentlich nach rechts gedrückt, den Stick. Und du hast halt Chancen ohne Ende und kriegst die Dinger nicht ins Tor. Ne, Moment, Mainz hat drei Eckballtore gemacht? Kann das, ist das echt so? Die haben drei Eckbälle versenkt. Ich sehe es jetzt gerade, ich habe das erste Tor jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube, die haben echt drei Ecken versenkt gegen uns. Den hält er natürlich. Ja, doch, es waren drei Ecken tatsächlich. Oh, ist das bitter. Brauche ich keine Interviews geben. Naja, wie dem auch sei, das Spiel ist durch. Das letzte Spiel. Brauche ich ein Tor in Köln, dann sind wir tatsächlich durch. Ja, wir verlieren natürlich in Mainz. Überraschend mit 1-3, warum auch immer. Ärgerlich. Ärgert mich gerade so ein bisschen, weil es die vierte Saisonniederlage ist.
Bayern ist nur Vierter momentan. Ey, die müssen aufpassen, die müssen aufpassen, dass sie nicht mit gegen RB noch, oder, ja gut, dass sie RB noch kriegen, dass sie noch Dritter wenigstens werden. Ansonsten spielt sie erstmal nur Champions League-Qualifikation. Wenn ihr mal so weit, ist nicht unser Thema. Wir spielen als nächstes gegen den ersten FC Köln. Wir haben einfach viel zu viele Gegentore. Deswegen muss die Verteidigung verstärkt werden. Definitiv, sonst kriegen wir ja richtig auf die Fresse. So. Na gut, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt, mit dem letzten Ligaspiel gegen Köln.